So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu RimWorld. Ja, letztes Mal haben wir hier diese Supernase gekauft. Tepra bringt die jetzt gerade mal ins Lager. Die ist nämlich geplant für unseren Kobold. Wenn der mal endlich sich entscheidet, hier zu uns zu kommen. Zumindest muss er mal bekehrt werden. Und erst dann können wir ihn ja gedingselbumseln. Widerstand, ja, der hat hier schon einen Wille. Aber, mal durch. Müssen wir durch. Hoffen wir schon. Was ist denn nur los? Hitzewelle. Ach. Okay, da kann man wenigstens nachsteuern. Da kann man hier reinstehen. Auch wenn die Sachen hier drin wahrscheinlich verderben werden. Wir werden sehen. Weiß noch nicht. Guck mal, jetzt haben wir hier richtig schön Bäume. Muss denen doch total gefallen, alles. Ja? Affe forscht. An den Vitalmonitoren. Aber warum keiner? Kommen einfach nicht dazu. Die kommen nicht zum Bergbau machen, weil die einfach anderes, die ganze Zeit anderes Zeug machen. So, ein übersinnliches Schiff. Ach nee, wo denn? Hä? Der Nähe eingeschlagen. Ja, und wo ist hier die Nähe? So kann ich das nicht. Das muss doch hier. Ah, da ist es doch. Ja, also. Hä? Ja, easy. Da sind ja nur zwei Lancer und zwei Pikenier und zwei Schnitter. Da gehen wir gleich hin. Das machen wir kurz. Machen wir kurz einen Prozess. So, pass auf. Das machen wir so und dann machen wir Kampfbefehl. Handelskarawane zieht weiter. So, sind alle da. Kampfbefehl. So. Tier beruhigen, springen. Das sind alles ganz tolle Sachen. Wir probieren es von hier oben. Das ist sogar fast sinnig. So, müssen wir mal gucken. Ihr zwei müsst natürlich hier vorne hinstehen. Und ihr anderen. Ein bisschen, dass man da auch drauf kann. Nein, reicht noch nicht. Hast doch auf jeden Fall eine Waffe, die bis dahin reicht. Genau. So, und jetzt bin ich ein Rückzug. Rank du auch. Genau, so ist das. Ah, ein bisschen weiter Rückzug noch. Zebra ist getroffen. So, Zebra. Nicht so schlimm. So, die hauen wieder ab. Okay. War das? Hallo da. Weißt du, die sind manchmal so saudumm. Eieiei. So, können wir die jetzt irgendwie hierher locken? Ich glaube nicht. Wo sind die? Verschieden schon wieder. Hier. Das war ein guter Schuss. Jetzt ist ein bisschen was abbekommen. Versuche es trotzdem, dass wir da auf und schießen. Da. Ich hätte gehofft, dass wir einfach auf das Schiff schießen können. Dass die wieder hier ankommen, aber anscheinend. Die Reichweite von den Dingern ist halt auch einfach total. Die Reichweite von den denen hier reicht dann nicht aus. Gut, was soll's? Stürmen! Stürmen! So, komm.
Mal hier und einmal Ash. Sehr gut, weiter Ash. Auch sehr gut. Ich hab was abgekriegt. Melissa, du kannst dich bewegen. Sehr gut. Weiter hier. Concentration auf das hier. Jawohl. So, du bist verletzt. Aber das schaffst du noch locker nach Hause. Zebra ist auch verletzt. Schaffst du auch locker nach Hause. Stevens. Schaffst du auch noch. Affe. Affe nicht. Der rechte Arm abgeschossen. Schlecht. Das müssen wir mal eben kurz hier. Wobei 6% kommen. 6 Stunden, das müsste gehen. Ash, du greifst mal das hier an. Wie lange brauchst du da? Ewig. Okay, wir müssen gucken, dass Affe das hinkriegt. Gucken wir mal. Wird das schon schaffen? Schafft der. Wir könnten aber auch ihm sagen, Fischi, nee, Fischi kann gerade nichts machen. Fischi kann gerade nichts machen. So, pass auf. Ihr, wo hier oben steht noch. Ihr schießt da jetzt gleich das Ding kaputt. Vielleicht Sam nicht so hier rumstehst. So, Affe. Schaffst du? Das ist immer noch 6 Stunden. Ohne Arm. Stunden. Ich bin mir nicht sicher. Ah, das schafft der. Komm, der, die sind ja gleich da. So, das ist auch kaputt. Das heißt, ihr könnt zurück. Jo, das war's. Im Schiffsteil. So, wir müssen Affe im Auge behalten. Der geht mal schön da gleich hin. Und Suren, du bist doch auch Arzt, oder? Ja, ein bisschen. Suren, gehst gleich mal hier hin. So, wenn Waldaffe liegt. Guck mal, da macht er schon automatisch. Perfekt. Und 4 Stunden, das schafft er locker. Schafft er locker 3 Stunden. Der Arm da ein bisschen abgeschossen. Das heißt, da müssen wir gleich hier mal noch einen neuen Arm machen. Beinprothese, nee. Armprothese herstellen. So. So, Zebra, wieso kannst du ruhig auch dich mal hier hinlegen? Ihr könnt euch mal alle ausruhen. Also, hallo. Lissa, Stevens. Der geht schon von alleine, hat er mal gemerkt. Affe ist jetzt schon geheilt. Ist halt weg, der Arm, ne? Ist halt weg, aber hey, halb so wild. So, kümmert sich jetzt jemand hier um irgendjemanden? Suchen. Wu macht das schon, aha. Melissa? Melissa kümmert sich auch jemand um Melissa? Die ist schon alles gut. Stevens, ja, der, da wird es dann problematisch. Vielleicht holen wir da mal Frank dazu. Und 9 Stunden. Karawane für Sidon. Eine Eltex-Weste. Nee, das brauchen wir alles nicht. 18 Turbane möchte ich auch nicht irgendwie gerade rumkarren. Möchte ich nicht. So, hier ist aber auch wieder ein Sturmgewehr noch. Das könnten wir Zebra geben. Ich finde eigentlich oder Soren, der hat halt auch noch so eine LMP. Ich finde ja eigentlich die Cat kann das haben. Ich finde ja eigentlich die MP nicht schlecht, beziehungsweise die Autoschrotflinte, wenn man die ein bisschen hat,
Ein paar davon hat, finde ich auch gut, weil die wenn da jemand nah kommt, dann kann man da ganz schön Schaden machen mit. So, wie, was haben wir denn hier? Beginnenden Hitzschlag. Der beginnende Hitzschlag, finde ich schlimm. Beginnend, solange der beginnend ist. Und ihr dann ab und zu mal hier reingeht und euch ein bisschen abkühlt. Hier ist es aber schon so heiß. In 41 Grad. Ein trockenes Gewitter. Jetzt ist er aber schon leicht. Deswegen würde ich jetzt sagen, Carlotta, du gehst mal kurz hier rein. Ash, gehst einfach mal mit. Sam, komm, egal. Die geht mal kurz hier rein. Es ist hier nicht so kalt. Also es ist schon kalt. Entschuldigung, jetzt habe ich die Besuchergruppe weggedrückt. Wie konnte ich nur? Die tollen zwei grüner Delfin und der Bär. Grüner Delfin und der Bär. So, trotzdem soll die einfach hier mal kurz rein, bis hier der Hitzschlag weg ist. Hier ist es 5, 6 Grad, also es ist okay. So, bei ihm ist er schon weg. Und bei dir auch. Ash auch. Wunderbar. So, endlich. Menino ist bekehrt. Dann können wir den doch lustig tralalala rekrutieren. Bist du auch mal endlich bekehrt? Immer noch nicht, Junge. Bekehrt den doch jetzt mal. So, Stevens, ja, ich kann mir vorstellen, dass es dir schlecht geht. Aber du bist doch jetzt hier gut. Du bist doch gut behandelt. Kann jemand mal hier das kleine Feuer? Danke. Ach, Ambrosia Heinschuh. So, Ash und Carlotta haben schon wieder einen Hitzschlag. Sag mal, seid ihr die einzigen, die hier... ganz so aus. Der Bär hat was abbekommen. Was ist mit dem passiert? Verbrennung. Hier durchgetappt oder was? Der Widerstand ist fast gebrochen, sehe ich hier. Fast gebrochen. Ash. Hier 12%. Verlassen das Gebiet aufgrund der gefährlichen Temperatur. Ja, hier ist es warm. Ich gebe es zu. Es steigt hier bei Ash auch schon wieder. Carlotta hat schon wieder 21%. Nee. Da gehst du mal schön wieder hier runter. Ash, du auch. Evans hat eine Fressattacke. Schön. Carlotta, Ash. Auch Sam. Es sind immer dieselben, ne? Die kommen da irgendwie nicht so ganz klar mit dem, mit der Hitze. Ich mag das ja auch nicht. Ich mag es auch lieber kalt. So. Aha, ich habe das Jagdrevier gefunden. So, jetzt habt ihr hier, seid ihr wieder hier geheilt mit Hitze. Hitze geheilt. So, Stevens, der hat gerade den Gefangenen das Essen geklaut und isst jetzt. Mit seiner Fressattacke. Verrückt. So, wen haben wir's? Ash und Carlotta. Ja. So, schwarzes Koboldäffchen ist auch bekehrt. Ja, Gott sei Dank. So. Können wir jetzt hier rekrutieren? Was hat er denn? Hitzschlag. Können wir dagegen irgendwas tun? Gut, hier drin ist 47 Grad. Weiß ich gar nicht. Kann ich da was machen? Ash?
Fang den mal ein, leg den mal ins Bett. Da soll sich's mal mollig warm machen. Und wir könnten hier noch so eine Kühlung einbauen, oder? Kann ich das? Hier passive Kühlung, bisschen Holz. So. Hier hinten. Mach mal. Wenigstens ein bisschen hier gekühlt sind im Gefängnis. Och, Beeren, wie toll. Weiß nicht, ob das was bringt. Passive Kühlung, aber mal gucken. Ja, immerhin, es geht runter. Geht runter unter 40 Grad. Das ist doch schon mal was. Geht dann da auch das hier runter? Bleibt auf jeden Fall gleich. Was sind nur noch 34, 33 Grad? Also dürfte eigentlich nicht mehr werden. Ja, guck mal. Geht runter. Na also. Dann können wir den auch bekehren, versuchen. Da-da-da-da. Ansonsten ist hier, geht's hier eigentlich. Wir hatten jetzt wieder hier Ash natürlich, wie üblich. Beginnend, das lassen wir mal. Und hier auch beginnend. Ja, die sind halt dann draußen auf dem Feld und so. Das ist halt nicht ohne. Da ist halt was los. Ne? Da ist warm. Das glaubst du aber. Das glaube ich schon, dass es da heiß ist. Auf dem Feld. Gerade wenn da so eine Hitzewelle ist. Wir haben es draußen jetzt. Geht 38 Grad, geht eigentlich um die Mittagszeit. Also so krass ist das jetzt nicht. So, jetzt komm. Bist du bekehrt? Rekrutiert. Ja, also Hitzewelle ist vorbei. Und der gute Mann ist da. So. Du bist auf jeden Fall auch ein Arzt. Das finde ich gut. Kannst auch Aufseher sein. Feldarbeit natürlich. Waldarbeit, wenn du willst. Schmieden. Geh das mal. Sonst machst du das und das und das. So. Er holt sich jetzt erstmal einen Helm und kann sich aber auch gleich eine Waffe holen. Das ist ja unglaublich schlecht. Wenn jemand so schlecht ist, finde ich, dann sollte er eine LMG haben, weil die ballert ja so rum, da kann er sich da wunderbar dran ausballern. So, und schon ist wieder einer fertig. Einer überredet. Hier haben wir jetzt noch 8, 16. Ja, die beiden, das geht noch kurz, bis die überredet sind. Aber er macht sich auch hier gleich ans Werk. Feiner Bub. Doc Gray. Ich würde ihn jetzt Gray nennen. Oder Gray klingt irgendwie besser. Doc Gray. So. Berufsjäger mit null Fernkampf. Das ist ein richtig guter Jäger. Das ist total gut. So. Wir können das hier aber auch einfach hier, würde ich mal sagen, kopieren. Einfügen. Kopieren. Einfügen. Einfügen. Geht doch. Oder habe ich jetzt was anderes eingefügt? Moment. Ja. Nee, ich wollte das hier kopieren. Einfügen. Oh. Dass die das da auch machen. Ne, sonst geht das ja nicht. Da müssen ja auch leckere Mahlzeiten gekocht werden. Zwischendurch. Stevens ist mal wieder vollständig geheilt. Das freut mich. Hat den Widerstand jedenfalls um ein Pünktelchen schon wieder gedrückt. Hat jetzt schon mal hier eigentlich jemand Penicillin gemacht? Nee, ne? Verrückter Strauß. Hallo, Herr Strauß. Ich warte hier auf Sie, Herr Strauß. Nein, ich warte hier auf Sie. Herzlich willkommen in
Rettestrauß, genau. Nein, ich will den Strauß. Okay, er stirbt. Ja, Herr Strauß, soll ich dazu sagen, ne? Das ist, sind Sie jetzt halt hier in eine Falle gelaufen. Kommt davon, wenn man verrückt wird. Da jetzt was kaputt. Nur die Wand. Nur die Wand hat mal kurz nachgelassen. Ein bisschen. Stand die unter Strom. Alles halb so wild. Na, guck mal, der ist schon bei 6,7. Nicht schlecht. Die Ganoiden werden zerlegt. Cat ist richtig fleißig. Weißt du, die macht hier, die macht da, dann kocht sie mal wieder was. Herrlich. Es regnet doch. Oh, neue Liebhaber. Zebra und Carlotta. Na ja, gut. Hier ist es auch echt warm drin. Und hier, naja, gerade so immer minus gerade. Gerade so minus gerade. Dass sich die Dinger hier keiner holt, ne? Vielleicht müssen die erst im Lager liegen, damit das sich jemand holt. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Also wir könnten natürlich noch weitere Bäume pflanzen. Das mache ich auch mal. Hier wäre doch noch Platz. Weil dann könnte noch einer da eine Verbindung eingehen. Das macht ja Sinn. Ich glaube, Zebra wollte das doch, ne? Genau. Mach mal eben hier. Dann können wir dich verbinden. Und ich hätte gerne nämlich noch eine Triade, die auch diese Samen legt. Das hat auch mit der Phil mir gesagt. Das würde Sinn machen, weil die kann man auch gut verkaufen. Sachen. So, kommt heran. Das ist eine wunderschöne Zeremonie. Ach, war das schön. So, Drianenkaste. Das ist die hier, ne? Genau. Ja, ist ja. 25%. Und jetzt müssen wir aber, genau, jetzt müssen wir ihm wieder einstellen, dass er halt als erstes Waldarbeit macht. Alles andere muss jetzt halt eins. So. Damit der immer schön seinen Baum stutzt. Weil das geht ja sonst nicht. Er kann ja nicht einfach da sitzen und den Baum nicht stutzen. Da wird der Baum doch stutzig. Wenn er den Baum nicht stutzt. Kann man nicht machen. Ist nicht drin. So. Noch 14,7. Der ist schon bald geläutert, wollte ich sagen, aber das habe ich nicht gemeint. Also irgendjemand kann dann auch gerne mal hier einfach noch das Ding bauen. Das wollte ich doch schon mal vor Ewigkeiten machen. Wieso macht das denn keiner? Das ist ja voll gemein. Ja, Bergbau. Wer ist denn da gut drin? Cat. Cat ist aber so wahnsinnig, du brauchst dich jetzt nicht ausruhen, weißt du was? Du machst das mal schnell, Cat. Cat ist so wahnsinnig agil. Was haben wir denn hier? Komoda Dovaran, spiritueller Stammesführer der Fraktion Die Beckenfamilie, hat ein dringliches Anliegen. Mechanoider Schwarm, da kommen dann Kapseln, och nee, mit so ganz viel Zeug, Mech Luftschild, Mech fertig. Nö, ich verzichte. Ich bin immer froh, wenn ich mich selber ein bisschen, wieso legt sie sich denn hier oben hin? So wegen den Mechaniten. Wenn ich jetzt selber hier mal ein bisschen klarkomme. Jetzt ist das Ding hier zumindest schon wieder voll. Wir haben hier auch Vogelfleisch. Ach so, das ist von dem Strauß. Ja, ich erinnere mich.
Der Vogelstrauß. Und dann haben wir schon eine Seuche. Stevens. Der nimmt auch echt alles mit. Alles. Melissa, was machst du? Ach so. Ja, jetzt ist das hier oben voll. Das ist okay. Suren geht mal den Stevens behandeln. Dann müssen wir gucken, dass der auch gut behandelt wird. 54% war jetzt nicht so super Quali. Aber das müsste trotzdem sich ausgehen, dass der das überlebt. Melissa bringt ihm auch schon was zu essen. Das ist doch nett. Ne? So, und dann haben die Viecher hier jetzt auch nochmal was zum Essen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Reis essen. Aber guck mal hier, der kleine Eselchen. Der kleine Esel ist da. Da ist der goldig. Kann man den auch anders nennen? Tatsächlich, guck mal. So. Ne? Der kleine Phil. Ja, wenn ihr auch den Namen eines Esels haben möchtet, dann schreibt mir einfach kurz in die Kommentare und dann benenne ich den Esel nach euch. Vielleicht könnt ihr noch sagen, ob Mami oder Papi, aber das Eselchen, das kleine Eselchen ist Phil. So, Cat, was machst du? Du kochst, ja, das ist wichtig. Aha, aber... Mach doch kurz mal das hier, so eine Weile. Was ist denn nun? Nein, du sollst hier abbauen. Entschuldigung, mein Fehler. Und auch das hier abbauen. Du bist da so schön schnell. Kannst du nicht einfach hier bleiben und das kurz alles abbauen, ohne dass ich dir das jetzt tausendmal sagen muss? Anscheinend nicht. Und hier noch und da noch und dort noch und dann reicht das ja auch für die paar Dinger hier. Sofort Abbau priorisieren und hier Holztüre hin. Wobei ich weiß gar nicht, eine Holztüre Sinn macht. Ja, wobei irgendwie schon. So, das hier wollen wir jetzt erweitern. Ich hätte das gerne hier. Und dann müsste das doch jetzt dasselbe sein. Nee, ist nicht so. Alles verbieten. Ich hätte ganz gerne Einstellungen kopieren. Einstellungen einfügen. Dass du nur mir hier die Kraftstoff hinmachst. Ne? Sehr schön. Dann können wir das nämlich löschen. Tada! Und schon haben wir hier unseren kleinen Kraftstoffraum. Das heißt, wenn das nächste Mal irgendein Idiot denkt, er muss jetzt hier den Kraftstoff anzünden oder was auch immer damit machen, dann... Kann er das da drin machen, ist mir total wurscht. Es fliegt aber sonst nichts in die Luft. Weil hier wäre das echt schlecht gewesen, ne, wenn das jemand gemacht hätte. Muss man halt einfach auch mal so sagen. Das kann man auch ein bisschen größer machen. Komm. Damit das auch alles da reinpasst. Nochmal Ambrosia-Hain. Ist das schön. Ist das schön. So, das Schiff, das da war, das war schnell zerstört. Hitzewelle auch überstanden. Oh, jetzt haben die es bestimmt hier schön kühl drin. Guck mal, 17 Grad. Nicht, dass ihr euch jetzt meckert, hier ist mir kalt. Über Tantra ist als Anführer. Ja, das wird mich auch in ärgern. Das wird mich auch ärgern. Nö, aber die frieren nicht. So, können wir das hier auch mal abreißen wieder. Komm. Oh, das ging schnell, Melissa. Ne? Melissa ist auch nicht mehr inspiriert. Ach, schade. Ich wollte dem ja die Nase geben. Oh, hier ist sie. Und... Was wir natürlich auch noch gebraucht haben, war ja der Arm. Ist der denn schon fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Okay, dann müssen wir noch warten. Dann müssen wir noch auf den Arm warten. Der arme Arm, der ist noch nicht so weit.
Dann müssen wir mal schauen, ob wir das nächste Folge machen. Oder ob Stevens überhaupt überlebt. Fällt mir da so auf. Ah ja, guck mal. Immunität gleich erreicht und die Seuche ist erst bei 60%. Alles noch tippitoppi. Dem geht's ja supi. Ey. Ja, da würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns nächste Folge. Macht's gut. Bis dann.